Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem kleinen Zwischensport zwischen Pokal und Champions League. Steht da noch der VfL Bochum, der heute gezwungen werden soll. Und das gehen wir heute an. Wir gucken mal kurz noch schnell auf die Tabelle, bevor es dann ins Match geht. Ja, wir sind, wie gesagt, den einen Punkt dran an den Bayern. Wir sind das einzige tatsächlich noch ungeschlagene Team. Klar, wir haben gegen Bayern zum Heimspiel zum 2-2 der letzten Minute durch Lepperle getroffen. Aber Bochum ist momentan auf Platz 13. Okay. Naja, gehen wir mal rein ins Match. Letzte Saison gab es, glaube ich, ein 2-2 mit der B11. Jetzt kommt Bochum, Neapel, Düsseldorf. So, gucken wir mal ganz kurz auf den Posteingang. Wo ist es da gerade reingekommen? Turnierpreisgeld. Ah ja, für den Pokal haben wir auch noch ein bisschen Kohle gekriegt. Immerhin. Von daher, was gehen wir rein ins Match, Spieltag Nummer 10, der heute ansteht. Und ja, ich muss tatsächlich mal ein bisschen meine Mannschaft umstellen. Ich denke, das sollte von der Dings her soweit passen, dass Novoa leider erstmal aus der Startelf rausgeht, weil Moukoko tatsächlich im letzten Spiel sehr, sehr stark gehalten hat, sehr, sehr stark gespielt hat. Ist ja erstmal außen vor. Eigentlich müsste ich versuchen, Schaffelin zur Verteidigung zu trainieren. Ja, dann muss ich das mal so machen. Mit Lemperle eine Option reinsetzen. So, gucken. Mannschaft. Teamzentrale. Gucke, würde ich ja gerne die Nummer 18 mal so gehen, meine Originalnummer. Kilian Fischer hat sie momentan. Aber den kann ich eigentlich auch. Gucken, ob der eine andere Nummer haben will. Kann. Natürlich die 2 oder so. Ja. Und dann die 2 auf Kilian Fischer. Die er damals, glaube ich, auch in Nürnberg gehabt hat. Wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Und dann kann ich mir Kuku auf die 18 stellen. Ich hätte ihn so gerne gekauft, ey. Ja, mal gucken, vielleicht nach der Saison. Vielleicht nach der Saison. So. Genau, was anderes wollte ich noch eben schnell machen. Und damit war kurz mal. Warte mal, Staphylides. Entwicklungsplan. Ich will ihn gerne noch die Innenverteidigerposition mit reinsetzen. Er braucht 2 Wochen, um die Position zu lernen. Dann machen wir das so glatt. Dann bringen wir ihm tatsächlich noch die Innenverteidigerposition bei. Dann kann er nämlich defensiv alles spielen. Und ich habe noch halt eine Option mehr. So, gehen wir rein ins Match. 2 Ex-Dortmunder. In diesem Spiel Ex-Dortmunder haben wir vorne drin mit Moukoko und mit Aubameyang. Ja, auch schon länger nicht mehr getroffen. Mir gerade so ein bisschen auf, glaube ich. So, okay. Rein ins Match. Wer heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist klar. Denn zuletzt gelangen ihm 4 Tore. Klappt es bei ihm auch heute wieder so gut? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Der Regen will heute einfach kein Ende nehmen, liebe Fußballfans. Aber ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte ein Riesenspiel werden. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. Thank you.
So, geht gleich los. Ich nehme es einfach gerade nur mit. Noppert natürlich wieder im Tor, klar. Es war nur der Rotation jetzt wegen. Gegen Darmstadt dieses 6:0. Und das ist klar, natürlich die Nummer 1. So, jetzt geht es gegen den VfL Bochum. Wir wollen natürlich die nächsten Punkte holen gegen den Tabellen 13., glaube ich, waren so. Na gut. Moukoko sagt, jo, nochmal 4 Tore im letzten Spiel. Ich stehe jetzt in der Startformation. Das ist der Anpfiff, das Spiel läuft. Diese 2 Trikotnummernwechsel haben wir schnell gehabt. Kieler Fischer spielt jetzt hier mit der 2, der ist jetzt hier am Ball. Wählt heute diese Aufstellung. Sebastian Rode steht mit Pedro Obiang auf den zentralen Positionen. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen zu Spielbeginn zunächst mal nur einen Stürmer. Ah, schade. War vielleicht mal eine Idee, da vorne mal ein bisschen drauf zu gehen. Da hat er durchaus Option. Da kommt die Hereingabe. Ja, und Riemann. Dankbarer Ball, ungefährlich. Und Aubameyang. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, auf jeden Fall mal sein 8. Saisontor und so eine kleine Durchstrecke wieder ein bisschen weg. Naja, passt das. So, ja, also Koko scheint wohl nur, wo er ein bisschen das... scheint wohl zumindest ein bisschen den Rang abgelaufen zu haben, wie sein Nordlein seinem Viererpack, aber das kann sich auch ganz schön wieder ändern. Konter kommt. Ball kommt. Auch schnell darauf. Zugemacht, ganz souverän. Ja, da war noch einer dran, deswegen nichts Gefährliches raus geworden. Gibt es doch die Eck, den Einwurf? Jawohl. Es gibt natürlich Einwurf. Na, ja, da ist aber keiner mit dabei. Ah. So, weg ist der Ball. Es gibt keine Namensanzeige unten. Die ich gerade nur so nebenbei. Könnte ich das letzte Spiel auch so war. Das ist ein kleiner Anzeigefehler. Das kann doch nicht sein. Egal. Wie auch immer. Moriba. Das ist ein schöner Ruck jetzt. Gute Aktion jetzt. Die Chance hier. Ach, Mann. Super abgewehrt hier. Die Chance. Moukoko. Und Riva. Sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kann sie natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Glück gehabt für Bochum. Wie gesagt, hier sind eigentlich 3 Punkte Pflicht. Wenn du oben an die Bayern dranbleiben willst. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Ah, Rote. Das ist ein bisschen... war nicht so gut. Moretti. Aber Aubameyang dazwischen. Pass kommt nicht an. Und dann kommt dieser Ball nicht an. Oriano. Und dann ist da plötzlich ein bisschen zu viel Platz. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Warum weiß auch okay. Sie merken, ja, das passt schon irgendwie. Immer geht da was. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Jacek Goralski.
Mitspieler frei. Jetzt plötzlich merken die Bochumer mit dir, da dass sie plötzlich ein bisschen was mitmachen können. Moriba. Schöner Rund. Jetzt mal wieder ein bisschen Platz auf der Bahn. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ach, der kommt nicht an. Bochum mit dem Ballgewinn. Ich habe schon gesehen, dass da Minimum zwei vorne waren. In den letzten Minuten dominieren die Gastgeber hier eindeutig, was die Ballbesitzstatistik angeht. Und auch Chancen holen sie immer wieder raus. Also ich muss sagen, der Ausgleich liegt in der Luft. Ja, irgendwie gefühlt schon, ja, haben sie recht. Ballbesitz, sie greifen an. Nur noch der Torwart vor sich. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Puh, Pause. Abpfiff. Sammeln, das Pause, weiter. Die erste Hälfte. So, gehen wir gleich direkt in die zweite Halbzeit. Ich stelle mal ein bisschen links, müssen wir sowieso, weil da vorne eigentlich nicht wirklich viel passiert gerade. Rote sieht nicht so gut aus bisher auf deiner Seite. Deswegen geht jetzt auch da mal der Wechsel, dieser Doppelwechsel. Vielleicht mal was anderes probieren. Mit Staffelidis und mit Andrade auf der 10. Zwei, mal einfach ein bisschen. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Ja, Pogacar. 2-0 Anzeigefehler in der ersten Halbzeit. Jetzt haben wir fast alles. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl vielversprechender Spielaufbau. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Oh, da ist eins. Sie sind zurück im Geschäft. Unfassbar. Wie viel war es erst? Gegen zwei, das darf nicht passieren. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz. Also das Tor darf so nicht fallen. Der Flankengeber gegen zwei kommt durch. Und dann kann er da ohne Probleme einfach abschließen. Naja, gut. Er verhindert halt die Flanke. Und er gibt ihn. Er gibt Elfmeter. Er gibt es mit Elfmeter für uns. Jo. So kann man durchaus so geben. Nächste. Aubameyang jetzt. Die Chance jetzt zur erneuten Führung. Der yes. Pass. Wieder eine Führung. Doppelpack Aubameyang, 9. Saisontor. Okay, man kann nur hinterher gucken. Und wir führen erneut nach dem Bochumer Ausgleich mit 2-1. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Fabra. Ja, schade. Wird Einwurf geben. Ja, wir haben es aber auch schon letzte Saison gefühlt schon extrem schwer getan. Gute in Bochum. Da haben wir nicht 2-2 gespielt, ich erinnere mich. Die Leute bieten sich da schön an. Fischer. Jetzt die Hereingabe. Ah, schade. Die Flanke kommt nicht gut. Mit der Leistung brauchst du Neapel gar nicht gegenübertreten. Vielleicht ist aber doch noch irgendwas mit dem. Schlechteren Ballbesitzwerte, aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Ja, und damit, das haben wir ja. Wie gesagt, wir haben. Da müssen Sie aufpassen jetzt.
Ja, das ist es halt. Du gewinnst so ein Dreckspiel, in Anführungszeichen, plötzlich dann doch irgendwo mit 2-1 oder sowas, keine Ahnung. Weil das Spiel ist noch nicht durch, um Gottes Willen. Es kann immer noch ein bisschen passieren. Die Bochumer sind drin in der Partie. Und zwar so richtig drin in der Partie. Die haben uns ein bisschen, machen uns richtig Ärger. Oh Gott, das ging heute auch so, wie es gefallen ist, nicht fallen. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Mit ein bisschen Glück dabei. Könnte gefährlich werden. Könnte Abseits gewesen sein. Im Rücken der Abwehr gelauert, da braucht gutes Timing. Aber hier geht was schief. Abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Klar, das ist Abseits. Aber wenn diese Taktik aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eine klare Torchance. Und dann wird es richtig gefährlich. So, weg ist der Ball. Da bekommt er Unterstützung. Schön. Ha! So, die letzten 15 Minuten jetzt. So 3-1 oder so, das wäre jetzt irgendwo nochmal. Das wäre jetzt. Ah, scheiße, da kommt ein bisschen den Rücken. Das ist ein bisschen Zeitverlust da. Den Gegner stehen. Ha! Ball kommt weit. Gut mitgespielt vom Torhüter. Fängt den Ball ab. Also 3-1 wäre sehr wahrscheinlich ein bisschen die Beruhigung, aber das ist halt das, ne? Ja, das könnte ihre letzte Chance sein. Hier Abseits. Zumindest. Chance vorbei, der Ball ist im Tor aus. Abseits? Jetzt wird es die Auswechslung geben. Meiner Meinung nach? Ich befürchte, dass der gezählt hätte. Ich bin froh, dass er gerade nur noch am Pfosten gehüpft ist, aber ja, gerade so. So, jetzt werde ich mal wechseln müssen. Nicht, dass mir da hinten noch einer mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Ich glaube, einmal habe ich schon. Habe ich gewechselt schon einmal? Nee, habe ich. Ja, scheiße. Lemperle kann nicht rein, Novoa wird heute nicht spielen. Habe ich denn da schon gewechselt? Ja, stimmt, Staffelidis ist für Rote, ne? Ja, gut. Okay, wechseln wir jetzt nochmal durch. Dreimal. Sechs Minuten sind noch zu gehen. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das noch. Unnötiger Ballverlust vor der Vorwärtsbewegung. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja. Gute Balleroberung. Was machen Sie? Oriano. Los? Gute Chance jetzt. RMB, ganz wichtig. Nachspielzeit, eine Minute. Vielleicht jetzt noch mal irgendwie in der Nachspielzeit den Osso hat ihn. Und dann das Ende. Wie auch immer, 2-1 gewonnen. Ein schöner Sieg, alles in allem. Ein knapper Sieg, aber das kann Ihnen völlig egal sein. Sie machen zwei Tore, zeigen einmal mehr, warum Sie den besten Sturm überhaupt haben, zeigen, wo Ihre Stärken liegen. Und wenn Sie die ausspielen, dann ist gegen sie kaum etwas zu machen. Boah, dann musst du gegen Neapel definitiv. Aber gut, Bochum ist eine Mannschaft, die kann kämpfen, die kann fighten, die kann. Dann ist das Leben extrem schwer gemacht. Aber am Ende ist es wurscht. Drei Punkte sind drei Punkte. Die nehmen wir mit. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Da ist er alleine durch. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. So, jedenfalls haben wir irgendwie diese drei Punkte mit nach Hause geholt. Auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren, wir haben es halt gemacht, wir haben zwei Tore gemacht, am Ende ist es, fragt keiner mehr nach dem Wie. So, nächster Gegner, ich habe es schon mehrmals angekündigt, ist dann Champions League. Und zwar gegen den SSC Neapel und das auswärts sogar. Ja, wollen wir wirklich tatsächlich noch die Chance haben, um in der Tabelle zu klettern und vielleicht auch noch mal ein bisschen Druck nach rauszunehmen, dann wäre es tatsächlich. Müssen wir das Ding hier gewinnen?
Also müssen wir gewinnen, klar. Und wenn man bedenkt, gerade dass Fenerbahce schon unentschieden gegen Real gespielt hat, glaube ich. Oder? Unentschieden gespielt? Dürfen wir uns heute eigentlich schon wieder eine weitere Niederlage gar nicht leisten. Ich gucke gerade mal auf die Ergebnisse. Genau, Fener hat nämlich 0-0 gegen Real gespielt. Wir haben 4-1 in Istanbul gewonnen. Ja, wir dürfen uns keine Ausrutscher mehr gefühlt erlauben. Also wenn wir jetzt in Napoli verlieren, Real gewinnt, ist das Ding definitiv abgefahren oben. Dann ist es definitiv klar. Dann geht es nur noch gegen Platz 4. Und wenn wir das Ding noch verlieren, wir haben noch ein Heimspiel gegen Fener, dann dürfen wir das auch nicht, wenn wir das noch verlieren, wir haben noch Real auswärts, kann das jetzt durchaus ganz, ganz bitter werden. Naja, Fakt ist, wenn wir müssen, haben es auch so eigener Kraft in der Tasche, in der Hand. Wir müssen jetzt erstmal quasi mindestens einen Punkt holen. Und dann schauen wir mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf, wenn du dabei seid. Und ja. Wieder zuschaut. Bis dann. Tschüss.